Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Italien hat schon fast 500 Corona-Tote und reagiert auf die Epidemie mit einer Schocktherapie. Vor wenigen Minuten wurde ab morgen ganz Italien zur Sperrzone erklärt. Unternehmen die österreichischen Behörden zu wenig? Dazu ist Bernhard Benker, der Chef der Abteilung für Krisenmanagement im Gesundheitsministerium, live im Studio. Unwillige Koalition. Deutschland und andere EU-Länder wollen Flüchtlingskinder aus desolaten griechischen Lagern aufnehmen. Die ÖVP ist kategorisch dagegen. Dazu ist der grüne Vizekanzler Werner Kogler Gast im Studio. Soko Reiswolf, ein zentraler Ermittler in der sogenannten ÖVP-Schredder-Affäre, war ein ehemaliger ÖVP-Kandidat. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat seine Arbeit als problematisch kritisiert. In Österreich haben sich bisher genau 144 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten in Wien und Niederösterreich, aber im Verhältnis zur Bevölkerung gibt es mit Abstand die meisten Krankheitsfälle in Tirol. Dort und in Kärnten wird morgen an der Grenze zu Italien mit stichprobenartigen Fiebermessungen begonnen. Italien hat ja bei weitem die meisten Corona-Fälle außerhalb Asiens. Allein heute wurden rund 100 neue Todesfälle gemeldet. Mit einer Schocktherapie soll die Epidemie bekämpft werden, sagt Premierminister Conte und hat vor wenigen Minuten ganz Italien zur Sperrzone ab morgen erklärt und weitere drakonische Maßnahmen verkündet. Wir haben keine Zeit zu verlieren, sagt Italiens Premierminister Giuseppe Conte vor wenigen Minuten. Die Leute verhielten sich nach wie vor nicht verantwortungsvoll genug. Die Zahl der Ansteckungen steige weiter, ebenso die Zahl der Toten. Jetzt müssen sich die Gewohnheiten ändern, sagt Conte. Das Motto muss lauten: Ich bleibe zu Hause. Ganz Italien wird zur Sperrzone. Schon am Nachmittag steht in Norditalien das Leben still. Die Plätze menschenleer, die Straßen ausgestorben, die Fußballstadien geschlossen. Man kann den Menschen die Panik direkt ansehen. Normalerweise reise ich beruflich viel in andere Städte und ins Ausland. Und jetzt sind alle Reisen abgesagt. Alle haben Angst. 16 Provinzen sind seit dem Wochenende abgeriegelt. Wer sie unerlaubt verlässt, dem drohen schwere Strafen. Auch rund 4000 Österreicherinnen und Österreicher sind laut Außenministerium betroffen. Es sind sowohl die Schulen geschlossen, die Museen, jedes Fitnesscenter, Schwimmbäder. Vor einer Woche hätten wir eine Hochzeit gefeiert meiner Freunde und die ist abgesagt worden. Also es ist wirklich, Begräbnisse dürfen nicht stattfinden. Ja, man kann sich eigentlich nicht so viel bewegen. Auch vor dem Skitourismus macht die Virusangst nicht Halt. Neben dem Friaul und Trentino stehen ab Mittwoch auch in Südtirol die Skilifte still. Gästen wird empfohlen, abzureisen. Natürlich müssen wir jetzt schauen, wie unsere Gäste mitspielen. Ich kann die ja nicht rausschmeißen. Aber ich denke, dass mit diesen Nachrichten auch keiner mehr kommen wird. Sicher nicht aus Deutschland. Die deutschen Behörden haben Südtirol bereits zum Risikogebiet erklärt. In Deutschland selbst sind heute erstmals zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Um die Krankenhäuser zu entlasten, werden auf den deutschen Straßen nun Drive-in-Schnelltests durchgeführt. Verdachtsfälle können sich testen lassen und das Ergebnis dann zu Hause abwarten. Überhaupt sei es momentan klug, mehr zu Hause zu bleiben, mahnt der deutsche Gesundheitsminister. Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann. Gleichzeitig, und das ist eben die Balance, um die es geht, wollen wir die Unterbrechung des normalen Alltags so gering wie möglich halten. Ein landesweites Verbot von Großveranstaltungen gibt es noch nicht, doch darauf will man in Bayern nicht warten. Dort sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen bis auf Weiteres verboten. Polen und Tschechien setzen auf Gesundheitskontrollen an den Grenzen. In Tschechien werden seit heute Morgen an insgesamt 10 Grenzübergängen, auch zu Österreich, alle Autos angehalten. Reisende, die aus Italien kommen oder krank aussehen, wird Fieber gemessen. Gesundheitschecks wird es ab morgen auch in Kärnten und Tirol an der Grenze zu Italien geben. Und zwar auf der Straße und in Zügen. Es wird unangekündigt sein und die Kontrollen werden sehr kurzfristig sein und mehrmals wöchentlich stattfinden. Wer Fieber hat, wird angehalten und wenn möglich von mobilen Teams noch an der Grenze getestet. Die Stichproben sollen aber vor allem einen abschreckenden Effekt auf Reisende haben.
In China, wo die Epidemie begonnen hat, scheint sich die Lage derweil zu beruhigen, jedenfalls wenn man den offiziellen Angaben vertrauen kann. 3/4 der gut 80.000 Erkrankten sind mittlerweile wieder gesund, heißt es. Heute wurden nur mehr 44 neue Fälle offiziell gemeldet. Vor 3 Wochen waren es noch 2.000 neue Krankheitsfälle an jedem einzelnen Tag. Gelungen ist die offensichtliche Eindämmung der Epidemie mit drakonischen Maßnahmen, die den Alltag in China fast zum Stillstand gebracht haben, wie Josef Dollinger aus Peking berichtet. Das große Comeback. Die Wanderarbeiter aus allen Provinzen Chinas strömen zurück in die Städte, um ihre Arbeit wieder aufzunehmen. 80 Millionen sind schon zurück, mehr als 50 Millionen fehlen noch. Sie sollen Chinas Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Aber mit ihrer Rückkehr steigt auch die Angst vor einer neuerlichen Ansteckungswelle. Die Hauptstadt Peking hat am Wochenende die Vorschriften noch einmal verschärft. Ohne diese kleinen Karten geht jetzt gar nichts mehr. Nur wer sie besitzt, darf sein Haus verlassen und auch wieder betreten. Temperaturmessen, Ausweiskontrolle, Telefonnummer, daran hat man sich schon gewöhnt. Allerdings wird die Überwachung von Tag zu Tag intensiver. Die Behörden wissen, wer du bist, wo du bist, was du machst. Natürlich alles im Dienste der Gesundheit. Peking muss virusfrei bleiben, um jeden Preis. Ich kann nicht beurteilen, ob all das wirklich notwendig ist, um die Epidemie einzudämmen oder ob China hier über das Ziel hinausschießt. Sollte es wirklich notwendig sein, dann kann sich Europa auf einiges gefasst machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was hier im Überwachungsstaat China geschieht, auch beispielsweise in Österreich möglich wäre. Nicht nur der Zutritt zu den Wohnungen wird überwacht und kontrolliert, auch die Fahrt mit der U-Bahn wird zum Orwellschen Albtraum. Mit der Rückkehr der Arbeiter wird auch der Zugang zur U-Bahn beschränkt. Lange Wartezeiten außerhalb der Station müssen vor allem in Stoßzeiten einkalkuliert werden. Einziger Ausweg: die vorzeitige Buchung der U-Bahn-Fahrt über eine App. Die Abfahrtszeit wird elektronisch zugeteilt. Gib mir deine Daten und du musst nicht warten. Schwierig wird's auch in Restaurants. Einige sperren wieder auf. Allerdings darf man nur alleine kommen und nur alleine an einem Tisch sitzen. Wegen der Ansteckungsgefahr. Auch der Zutritt zu den Parks kann beschränkt werden. Das Abstandhalten zu anderen Menschen ist ohnehin schon ungeschriebenes Gesetz. Keine ungetrübte Frühlingsstimmung am Wasser. Der Name dieses Sees übrigens, er heißt Solidarität. Wir wollen jetzt aber über die Situation in Österreich sprechen und dazu ist jetzt live bei mir im Studio Bernhard Benker, der Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten, Krisenmanagement und Seuchenbekämpfung im Gesundheitsministerium. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, Herr Wolf. Herr Benker, das norwegische Institut für öffentliche Gesundheit hat heute eine Liste von Ländern veröffentlicht und von Regionen mit Weiterverbreitung von Corona. Und da stehen an den ersten 5 Stellen die Hubei-Provinz in China, der Iran, Südkorea und Norditalien, alles logischerweise, und Tirol. Warum Tirol? Ich glaube, es ist bekannt, auch in den Medien, es hat in Tirol, in Ischgl, eine Anhäufung von Fällen gegeben. Das waren hauptsächlich Touristen, die dann nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatländer positiv getestet wurden. Und deshalb dieser Schritt. Jetzt grenzt ja Tirol ebenso an Italien wie Kärnten. Gibt es eine Erklärung dafür, warum es in Tirol schon 25 Fälle gibt, in Kärnten aber nur einen? Ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen, eben diese Fälle, die eben eingebracht worden sind, eben, die sich in Ischgl angesteckt haben. Ansonsten natürlich gilt im Wesentlichen für Tirol auch das, was für Kärnten gilt. Tirol liegt auch wahrscheinlich etwas näher an den Risikogebieten in Norditalien. Jetzt hat es letzte Woche geheißen, dass in Österreich bis auf einen 74-jährigen Patienten, der schon von Anfang an im Spital war, der Krankheitsverlauf bei allen anderen Patienten sehr mild war. Jetzt gibt es 144 bestätigte Fälle in Österreich. Sind denn auch immer alle mild bis auf diesen einen? Es gibt eine zweite Patientin, bei der Verlauf auch etwas schwerer ist, aber der ganz große Teil sind milde Verläufe. Sind auch die allermeisten zu Hause? Die allermeisten sind auch zu Hause. Jetzt haben wir gerade gehört, was der italienische Premierminister da vor wenigen Minuten bekannt gegeben hat. Ganz Italien wird zur Sperrzone. Man soll sich praktisch nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen, außer am Weg zur Arbeit und für absolut notwendige Besorgungen. Die Reisefreiheit wird eingeschränkt, die Versammlungsfreiheit wird eingeschränkt. Wirklich dramatische Maßnahmen in einem westlichen Land. Ist das notwendig? Ist das notwendig? Ich glaube, das ist eine Frage, die können wir auch jetzt nur sehr schwer beantworten. Das werden wir wahrscheinlich in einigen Wochen oder vielleicht auch Monaten sehen, ob das tatsächlich notwendig war. Tatsächlich gibt es ja wenig Evidenz, wie mit so einem Ausbruch umzugehen ist. Es wurde schon vorher erwähnt, es gibt die Evidenz aus China, die das eben, schaut so aus, jetzt das mittlerweile geschafft haben, dass die Neuinfektionszahlen drastisch sinken.
Und das, was man in China gesehen hat, was offensichtlich funktioniert, wie gesagt, das ist das, was wir haben, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen Italien dankbar sein, auch dass sie diese drastischen Maßnahmen ergreifen, weil natürlich sie schützen damit auch den Rest von Europa. Aber jetzt geht Italien völlig anders damit um als Österreich. Auch andere Länder gehen anders damit um. Die Schweiz, auch in Bayern gibt es viel strengere Maßnahmen als in Österreich. Wissen die Gesundheitsbehörden dort etwas, was Sie nicht wissen? Oder warum ist Österreich da so verhältnismäßig lax? Ich glaube nicht, dass wir verhältnismäßig lax sind. Ich glaube auch im Vergleich jetzt mit den Ländern nördlich von Italien sind wir durchaus ähnlich in der Maßnahmensetzung. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, jede Maßnahme, die gesetzt wird, kann natürlich auch drastische Auswirkungen haben auf das Sozialleben beispielsweise. Und man muss sich auch überlegen, wo stehen wir, wenn ich jetzt eine Maßnahme setze? Wie lange kann ich diese Maßnahme durchhalten? Und all diese Punkte haben uns eben dazu bewogen, die Lage Tag für Tag neu zu bewerten, mit den Experten abzusprechen und dann situationsangepasst zu handeln. Aber jetzt hat zum Beispiel heute der deutsche Gesundheitsminister gesagt, er empfiehlt, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzublasen. Er kann das nicht entscheiden, das ist in Deutschland Ländersache. Und Bayern hat das schon gemacht. Da sind jetzt alle Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern verboten, in Kroatien auch. Und das fordert jetzt SPÖ-Chefin Randy Wagner, die immerhin Topmedizinerin ist und ihr Ministerium lange Zeit Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit war, also offensichtlich eine Expertin, die fordert genau das jetzt auch für Österreich. Warum gibt es das nicht? Warum gibt es das nicht? Ich glaube, das kann man in der jetzigen Situation nur sagen, warum gibt es das heute nicht, aber es schließt ja nicht aus. Wie gesagt, wir sprechen uns tagtäglich mit diversen Experten ab und auch mit den anderen Ministerien, die auch eine Rolle spielen könnten. Und eben, ich kann natürlich nicht ausschließen, je nach Entwicklung der Situation, dass auch solche Maßnahmen in Zukunft gesetzt werden. Und da frage ich Sie aber anders, warum gibt es das heute in Bayern, aber heute nicht in Österreich? Naja, eben, wir versuchen hier situationsangepasst zu reagieren. Wir haben den Veranstaltern oder den Bundesländern eine Kriterienliste vorgelegt, nachdem sie vorgehen. Das funktioniert derweil gut, aber wie gesagt, es kann natürlich notwendig sein, hier auch nächste Schritte zu setzen. Wie schnell kann das notwendig sein? Das wird man sich ansehen. Wir bewerten die Situation wirklich Tag für Tag. Die SPÖ-Chefin sagt, es sei auch nicht sehr vernünftig, wenn auf Unis weiter große Vorlesungen mit hunderten Studenten auf engem Raum in Hörsälen stattfinden. Sollte man das begrenzen? Auch das ist natürlich eine Maßnahme. Ich glaube, auch die Unis beschäftigen sich schon intensiv damit, beispielsweise eben wie Lehrveranstaltungen auch gestreamt oder online abgehalten werden können, ist natürlich auch im Maßnahmenkatalog. Der deutsche Gesundheitsminister hat heute empfohlen, man soll weniger öffentliche Verkehrsmittel in den nächsten Tagen und Wochen benutzen, sondern mehr zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Was ist denn da Ihre Empfehlung? Kann man in Wien zum Beispiel ganz normal weiter mit der U-Bahn fahren oder zum nächsten Rapid-Match gehen? Auch das fällt in diesen Bereich, den wir uns Tag für Tag anschauen. Ich glaube eben trotzdem, man kann die Situation in Österreich noch nicht vergleichen oder gar nicht mit Italien beispielsweise. Ja, wir haben über 140 Erkrankungsfälle. Wir können, das war der deutsche Gesundheitsminister. Richtig, in Deutschland ist die Situation auch schon etwas anders als in Österreich. Wir können unsere Infektionsketten sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ja, natürlich, es kann schon jeder Einzelne dazu beitragen, eben die Infektionsgefahr zu verringern. Mit diesen allgemeinen Maßnahmen wie eben Hygienemaßnahmen, Händewaschen, Husten- und Schnäuzhygiene und auch eben Abstand zu Kranken oder vermeintlich Kranken. Gut, das hören wir jetzt irgendwie schon seit zwei Wochen, aber fahren Sie zum Beispiel noch mit der U-Bahn? Ich fahre noch mit der U-Bahn, ja. Haben Sie sonst irgendwie Ihr Leben im Alltag verändert? Nein. Würden Sie das jemandem empfehlen? Ganz allgemein kann man schon sagen, also stimmt natürlich nicht ganz, eben diese Sachen wie Händewaschen, Husten und Schnäuzhygiene, diese wende ich natürlich auch an und ich würde das auch natürlich auch allen meinen Mitmenschen empfehlen. Christian Drosten von der Charité in Berlin, einer der renommiertesten Experten in Europa, hat heute gesagt, Menschen über 70 sollten ihr Sozialleben ganz massiv einschränken, soweit es irgendwie geht, weil sie eben besonders gefährdet sind. Würden Sie das auch empfehlen? Ja, natürlich. Wir wissen aus den Daten, die wir aus China haben, dass natürlich vor allem ältere Menschen mit schweren Grunderkrankungen zur vulnerablen oder zur Risikogruppe gehören. Und um diese Gruppe wird man sich natürlich gesondert kümmern müssen. Wie kann man sich eigentlich erklären, dass die Zahlen in Italien in den letzten Tagen so explodiert sind? Ja, dazu gibt es verschiedene Theorien. Die Theorie, die meisten vertreten, ist, dass das Italien relativ lange übersehen hat. Es gibt eben die Theorie, dass das Virus schon Mitte Jänner eventuell eingeschleppt worden ist nach Italien, sich dort schon lang verbreitet hat und durch die milde Symptomatik lange nicht aufgefallen ist und dann eben jetzt erst durch das vermehrte Aufkommen auch von schweren Erkrankungen und Todesfällen
das ganze Italien erst mit voller Wucht erwischt hat. Das, was uns Zuseher praktisch jeden Tag mehrfach schreiben, ist in Italien, in Norditalien, vor allem rund um die Stadt Prato, gibt es Textilfabriken, in denen zehntausende chinesische Gastarbeiter arbeiten. Und das sei doch die logische Erklärung dafür, dass es in Italien so besonders viele Fälle gäbe. Ich habe nirgendwo einen wirklichen Hinweis darauf gefunden. Hat das was damit zu tun? Ja, ich habe das auch nur gehört. Also ich kann das natürlich nicht verifizieren, aber natürlich wissen wir, die Krankheit ist ausgegangen von China, von Wuhan. Und es hat relativ am Anfang schon Modellrechnungen gegeben, die sich einfach angeschaut haben, eben wie viele Chinesen vor allem aus der Krisenregion verteilen sich auf die großen Flughäfen der Welt. Und eben, es hat sich dann auch gezeigt, dorthin, wo es eben Direktverbindungen gegeben hat, dass dann dort auch die ersten Fälle aufgetaucht sind. Jetzt, wenn die Steigerung so weitergeht wie in den letzten Tagen, in Österreich hat sich immerhin die Zahl der Fälle in den letzten 4 Tagen vervierfacht, wären dann die Intensivstationen in Österreich ähnlich überlastet, wie sie es offensichtlich in Italien sind? Naja, ich denke, eben wir sind an einem anderen Punkt als Italien. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Punkt, sollten wir überhaupt dorthin kommen, möglichst weit hinauszögern. Und ich glaube eben, Deutschland und auch Österreich, wir sind noch am Startpunkt und es ist nicht so wie in Italien, dass wir quasi das schon längst großflächig unter uns haben und das explodiert. Und das sollte uns einen Vorsprung geben, um, wie gesagt, diesen Peak möglichst lang hinauszuzögern. Jetzt gibt es ja wahre Horrorzahlen von Virologen, die davon sprechen, dass sich bis zu 40 bis gar zu 70% der Bevölkerung infizieren könnten in den verschiedenen Ländern. Mit einer wie großen Anzahl an Erkrankungen in Österreich rechnen Sie denn im Ministerium? Wie gesagt, wir lassen derzeit viele Modellrechnungen laufen, modellieren. Auch diese Modellrechnungen, die geben uns immer verschiedene Szenarien. Es kommt dann auch darauf an, glaube ich, eben, welche Maßnahmen man setzt, wie sich diese Maßnahmen dann auswirken. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit allen verschiedenen Szenarien auseinandersetzt und so eben die Planbarkeit möglichst gut gestaltet. Dr. Benker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich weiß, Sie haben sehr, sehr viel zu tun momentan. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke. Eine wirklich schwere Corona-Infektion haben sich heute die internationalen Börsen geholt. Die Kurseinbrüche waren zeitweise so schlimm wie seit den Anschlägen von 9/11 nicht mehr. In Wien ist der Börsenindex ATX um mehr als 9% abgestürzt, der zweithöchste Verlust in seiner Geschichte. Der DAX in Frankfurt hat knapp 8% verloren. Und ebenso dramatisch ist der Dow Jones Index an der Wall Street abgestürzt mit einem historischen Minus von über 2000 Punkten heute. Mit ausgelöst hat den Crash aber auch der Ölpreis, der übers Wochenende um fast ein Drittel abgesackt ist. Georg Ransmeier über einen schwarzen Montag. Die Börsianer wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Zuerst heute früh der extreme Ölpreisrutsch und dann eine neue Aktienpanik wegen der Corona-Ausbreitung in Italien, die zu einem echten Kurshammer wird. Die Wiener Börse bekommt beim ATX minus 9% ab. Am zweitschlimmsten Handelstag, seit es den österreichischen Leitindex gibt. International greift die Konjunkturangst immer weiter um sich. Fallende Rohölpreise und fallende Aktienkurse erzeugen eine Spirale nach unten. Das hat natürlich jetzt noch einmal Wirtschaftssorgen hochkommen lassen. Daher sind die Aktienbörsen wegen dieser beiden Effekte deutlich ins Trudeln geraten. Die Angst ist, dass jetzt eine Rezession vor der Tür steht. Für die Finanzmärkte in Amerika war es freilich ein Sturz vom Olymp. Mitte Februar gab es beim Dow Jones noch einen historischen Höhenrausch. Viele Anleger haben wegen der Niedrigzinsen ihr Geld scheuklappenartig in Aktien gesteckt. Umso tiefer ist nun der Absturz. Noch tiefer war der Absturz beim Rohöl, nachdem die OPEC-Ölförderländer und Russland in Wien keine Preisstabilisierung zustande gebracht haben. Der Preis für US-Öl verfiel seit Freitag zeitweise um 33%, bevor sich der Verlust jetzt am Abend bei 19% eingependelt hat. Hier könnte man nun einwenden, dass fallende Ölpreise der Corona-geplagten Wirtschaft helfen müssten. Das stimmt für Autofahrer und Speditionen beim Tanken und für Haushalte und Betriebe mit einer Ölheizung. Nicht aber für finanzmarktrelevante Großkonzerne in Amerika. Diese können bei einem Ölpreis von 35 Dollar nicht profitabel produzieren und geraten möglicherweise in eine ernsthafte Liquiditäts- und Existenzkrise. Das kann Dominoeffekte auslösen und damit der ganzen Wirtschaft schaden. Diesem Schaden wollen die Aktienhändler zuvorkommen, indem sie betroffene Wertpapiere reihenweise abstoßen. Für Italien sind fallende Ölpreise derzeit nur ein schwacher Trost.
Die Regierung denkt bereits über Finanzhilfen nach, damit schwer gebeutelte Firmen bei Kreditrückzahlungen pausieren können, um finanziell nicht K.O. zu gehen. Und damit wechseln wir zu einer anderen Krise, die Europas Politik in Atem hält, dem Konflikt zwischen der EU und der Türkei um den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten. Am Abend hat sich der türkische Präsident Erdogan in Brüssel mit der EU-Spitze um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Ein konstruktives Gespräch sei es gewesen, hieß es vor kurzem. Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sei nach wie vor gültig, sagt von der Leyen. Meinungsverschiedenheiten sollen nun weitere Gespräche klären. Ob das die Lage an der griechisch-türkischen Grenze entspannt, ist allerdings noch völlig unklar. In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln bleibt die Situation jedenfalls katastrophal, mit Folgen bis in die heimische Innenpolitik. Der Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei gilt immer noch, so sieht es die Europäische Union. Nur die Umsetzung funktioniert nicht so, wie sie soll. Das zeigt die dramatische Situation in den griechischen Lagern und an der Grenze zur Türkei. Das zeigt auch der Entschluss des türkischen Präsidenten, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen. Erdogan war heute in Brüssel. Die Krisengespräche nennt die EU-Kommissionschefin konstruktiv. Jetzt müssen wir analysieren, welche Teile des Flüchtlingspakts nicht umgesetzt worden sind und warum. Wo liegen die Fehler und wie können wir sie beheben? Keine Signale senden und keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen. Das will jedenfalls die ÖVP. Das wird schon langsam für den Koalitionspartner der Volkspartei, die Grünen, zum Problem. Werner Kogler wird dieser Spagat natürlich zunehmend schwieriger jetzt, denn er muss ausgleichen einerseits zwischen der Koalitionsräson, die ganz wichtig ist für die Grünen, denn sie wollen ja auch die Regierungsfähigkeit im Bund beweisen, und dem, was quasi die grüne DNA ist. Und die verlangt eben deutlichere Statements und in Wahrheit auch eine Abgrenzung gegenüber dem Koalitionspartner. In Wahrheit ist das ein Match, das er kaum gewinnen kann. Schützenhilfe von der ÖVP ist für Werner Kogler aber eher nicht zu erwarten. Wir wussten das immer, dass das die Position der Grünen ist. Die Grünen kannten auch immer unsere Position und wir haben eine sehr klare Position im Regierungsprogramm niedergeschrieben, die auch der Position der Volkspartei entspricht, und die gilt. In der Flüchtlingsfrage kann zwischen Türkis und Grün von koalieren, also von sich zusammentun, wohl nicht die Rede sein. Auf österreichische Beteiligung an einer Koalition der Willigen innerhalb Europas kann wiederum die deutsche Große Koalition eher nicht zählen. Sie hat vergangene Nacht beschlossen, bis zu 1.500 Kinder aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen. Und der grüne Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler ist jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, Herr Wolf, danke für die Einladung. Herr Vizekanzler, Sie haben letzte Woche vorgeschlagen, Frauen und Kinder aus den griechischen Lagern herauszuholen. Und als der Bundeskanzler gesagt hat, das kommt nicht in Frage, haben Sie gesagt, das war Ihre Privatmeinung. Das hat mich überrascht. Ich dachte nämlich, das sei grüne Parteilinie. Dürfen Sie das auch nicht mehr sagen? Ja, das überrascht mich jetzt auch, dass Sie ein irgendwie in Umlauf gekommenes falsches Zitat bringen. Aber passiert halt auch. Wir sagen, ich habe gesagt, und jetzt erst recht natürlich, das ist meine persönliche Position, die der Grünen, die Position. Und natürlich haben wir in dem gleichen Statement hinzugefügt, dass es dafür noch keinen Konsens gibt. Das heißt ja wohl, und das geht ja auch bis heute und wahrscheinlich noch mehrere Wochen, dass wir darum werben und dafür kämpfen in der Regierung, dass das auch dort, wenn Sie so wollen, mehrheitsfähig wird oder einstimmig, dass wir nämlich, wenn es nicht anders geht und wenn der Notstand nicht beseitigt werden kann, der dort ja herrscht, auch uns als Österreich beteiligen an einer humanitären Maßnahme. Warum das nun wieder? Damit ist es ja auch begründet, weil es nicht hinnehmbar ist, dass auf europäischem Boden der Union nämlich völlig untragbare Zustände herrschen. Vor einer Woche habe ich den Vorschlag gemacht, das ist zutreffend, auf die Minute genau, und daran hat sich ja nichts geändert. Und selbstverständlich ist es unsere Position. Es steht auch nichts im Regierungsübereinkommen dazu, dass wir völlig unmenschliche, menschenunwürdige Bedingungen akzeptieren sollen. Und wozu wird das führen? Dass entweder vor Ort die Bedingungen besser werden, das wird Österreich nicht alleine schaffen können, aber auch hier wird es weitere Hilfen geben. Zusammen mit dem Koalitionspartner beschließen wir die nächste Griechenlandhilfe schon übermorgen. Wir werden schauen, was wir
da weiter mit diesen Mitteln spezifisch machen können. Und ja, wenn Sie schon die Koalition der Willigen ansprechen, werden wir dafür werben, dass Österreich ein Teil davon wird, wenn sich nicht auf der Stelle die Bedingungen in dem Fall in Lesbos, in Moria im Wesentlichen, das ist ja ein besonderer Hotspot, ändern. Da sagt jetzt der Bundeskanzler, das hat gleich mehrere Probleme. Nämlich zum einen würde das Übernehmen von Kindern aus den Lagern dazu führen, dass massenweise Menschen wieder nach Europa drängen, weil sie merken, es geht und sie kommen weiter nach Deutschland oder Österreich. Zum einen und zum anderen sagt er, Österreich hat ohnehin schon so viel getan. Wenn schon, dann sind jetzt mal die anderen dran. Ja, das sind zwei Argumente. Aber ich muss ja nicht den Bundeskanzler interpretieren. Aber ich übernehme es auch gern. Diese erste Aussage hat er im Wesentlichen auf die Öffnung der türkisch-griechischen Grenzen bezogen. Und da sind wir auch einer Meinung, dass die kontrolliert und geschützt gehört. Allerdings natürlich unter Verhältnismäßigkeit der Mittel. Wir haben hier ein klares Statement auch an Erdogan abgesetzt. Wir lassen uns da nicht erpressen. Gleichzeitig muss man das natürlich als Hilferuf betrachten, weil ja die Hilfsprogramme der Union auslaufen. Das ist aber eine andere Sache. Da gibt es überall Konsens, auch was die Hilfe in Syrien betrifft. Millionenhilfe, so schnell ist noch nie von einer österreichischen Bundesregierung sofort in einer so großen Tranche in Syrien geholfen worden. Und das wird auch weitergehen. Ja? Rot-Schwarz hat das immer nur runtergefahren und von Türkis-Blau rede ich ja gar nicht. Das macht ja eben den Unterschied. Aber ja, ich weiche nicht aus, zum Teil zwei. Die Frage der Situation auf den Inseln, da war das Argument, dass wenn wir Kinder und Frauen, das war ja meine erste Aussage, hier besonders berücksichtigen, würden auch durch den Familiennachzug möglicherweise noch mehr kommen. Ja, also meine Meinung ist, dass deshalb kein sogenannter Pull-Effekt entsteht und auch keine Millionen kommen würden. Richtig ist allerdings, dass es die Familienzusammenführung gibt. Das erste, da muss ich mir selber eine Spur korrigieren, das erste Anliegen muss jetzt ohnehin sein, die unbegleiteten Minderjährigen und die kranken Kinder hier einmal als erstes herauszuholen, wenn es nicht anders geht. Und darüber ist wahrscheinlich durchaus in mehreren, wenn nicht sogar in vielen europäischen Ländern ein Konsens zu erzielen. Und da sollte Österreich nicht zurückstehen. Der Horst Seehofer hat ja gesagt, er wirbt jetzt mit aller Kraft dafür, dass das gelingt. Ja, werde ich mit ihm Kontakt aufnehmen. Gut, also Sie gehen davon aus, dass Sie da den Koalitionspartner vielleicht doch noch überzeugen können. Ja, das sage ich ja die ganze können. Zeit. Jetzt sagt in Bezug auf die Debatte mit der Türkei der Kanzler und auch der Innenminister, wenn es notwendig ist und sich die Außengrenze nicht schützen lässt bei Griechenland, dann wird Österreich seine Grenze selbst schützen. Was konkret ist denn eigentlich damit gemeint? So ähnliche Szenen wie an der griechischen Grenze mit Tränengas, mit Blendgranaten, mit Warnschüssen? Dazu ist von mir genau gar nichts zu sagen, weil wir diese Szenarien nicht vorsehen. Aber Sie werden ja darüber reden in der Regierung, wie Sie die österreichischen Grenzen schützen wollen. Ja schon, aber wir reden vor allem darüber, wie es in der Türkei weitergeht zunächst und in Griechenland. Das ist die ÖVP-Minister reden sehr viel darüber, wie man die österreichischen Grenzen schützen soll. Ja, Sie fragen mich ja, was in der Regierung grenzt. Ich frage Sie als Vizekanzler, ja. Ja, also ich darf das beantworten, wie Sie mal ursprünglich zumindest die Frage gestellt hatten. Tatsächlich ist ja das Hauptanliegen, dass wir mit der Türkei insofern ein Auskommen finden als Europäische Union, dass die mittelfristig die Hilfsgelder fortgesetzt werden. Wir lassen uns auf der einen Seite nicht erpressen. Es geht auch nicht, dass die nächsten Programme auf die, da haben wir völlige Übereinstimmung, quasi auf die Regierungskonten gezahlt werden, sondern dass das genau die gleichen Programme sind wie jetzt. Da ist ja sehr, sehr viel gelungen. Die laufen aber demnächst einmal aus. Die sind alle verplant und da braucht man bis zum nächsten EU-Budget eine Zwischenfinanzierung. Die Europäische Union. Ja, das hat jetzt mit meiner Frage gar nichts zu tun, doch, Herr Vizekanzler. Das hat damit was zu tun, weil das die Außengrenzen schützen soll. Die zweite oder dritte Frage wird sich gar nicht stellen, wenn das gelingt. Ja? Der nächste Punkt ist, selbstverständlich ist mit den Nachbarländern eine Übereinkunft zu treffen, wie hier gegebenenfalls vorzugehen ist. Österreich kann hier alleine nichts tun. Das wäre ja völlig naiv. Also wir brauchen Übereinkommen ganz mit konkret. Slowenien und Kroatien etc. gegebenenfalls. Jetzt, offenbar will die ÖVP sich ja nicht darauf verlassen, dass Slowenien oder Kroatien dann die Grenzen südlich von uns schützen, sondern sagt ausdrücklich, Österreich wird seine Grenzen schützen. Meine Frage ist ganz konkret, dass Sie als grüne Parteiobmann und Vizekanzler, ist für Sie vorstellbar, dass die österreichischen Grenzen von Polizei oder Militär mit Tränengas und Blendgranaten und Warnschüssen geschützt werden? Also
sehen Sie, das macht ja genau den Unterschied, ob jetzt Blau regiert oder Grün mitregiert. Na, selbstverständlich wird dort nicht herumgeschossen an der Grenze. Das ist ja wohl logisch. Das würde man ja wohl einem schießwütigen Innenminister Kickl vorbehalten lassen. Also damit ist ja völlig abzufahren mit solchen Vorstellungen. Die Frage lässt sich ja nur mit den Nachbarländern klären in Wahrheit. Und genau dafür werbe ich ja auch in der Regierung, darüber reden wir, weil ein Land alleine kann das nicht hinbekommen. Wir müssen ja immer die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren. Alles andere ist ja völlig grundrechtswidrig. Das ergibt sich ja von alleine. Wir müssen schon auf die Zeit schauen. Trotzdem möchte ich Sie noch kurz als Sportminister fragen, eine Eigenschaft, in der Sie noch nicht viel interviewt worden sind. Jetzt gibt es aber einen Anlass, nämlich diese Corona-Krise. Bayern und Kroatien haben alle Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt. Italien hat heute Abend bis 3. April überhaupt alle Sportveranstaltungen abgesagt. In Österreich ist derzeit alles offen. Es gibt so einen Checkbogen vom Gesundheitsministerium. Die Stadt Wien verlangt eine einheitliche Richtlinie. Wird es die geben? Ich denke, ja, das ist eine vernünftige Anregung, wenn Sie so wollen, Forderung. Das kann ja nicht überall völlig anders sein, außer wo speziell betroffene Gebiete sind. Das wäre mit Sicherheit mittlerweile Tirol oder Innsbruck. Allerdings werden wir in den nächsten Tagen hier eine Entscheidung, also jetzt vorbereiten und dann treffen. Bis jetzt gilt, und wir als Sportministerium, übrigens auch als Kulturministerium, das ist ja nicht völlig unähnlich bei den größeren Veranstaltungen, verweisen nach wie vor auf das, was Sie hingewiesen haben. Das betrifft einerseits den Einsatzstab im Innenministerium, andererseits die Taskforce im Gesundheitsministerium und das Expertengremium. Da gibt es eine relativ detaillierte Checklist, die entweder die Veranstalter anhalten sollen, selber mitzuentscheiden, oder eben die zuständigen Behörden. Ich bin aber selber, und zwar nicht erst heute, der Meinung, dass wir das vereinheitlichen sollen. Und ich glaube, dass wir hier in der kommenden Woche die Lage bewerten werden und mit anderen europäischen Ländern das gemeinsam betrachten. Es hat, glaube ich, mehr keinen Sinn, wenn da jedes Bundesland oder jedes Land extra herumtut. Und ich bin auch informiert, dass es diese Gespräche auf europäischer Regierungsebene geben wird. Der Herr Gesundheitsminister wird ja morgen den Stand bekannt geben. Wir haben Mittwoch eine Ministerratssitzung. Und ich gehe davon aus, dass wir die neuen Erkenntnisse hier einarbeiten werden. Herr Vizekanzler, vielen Dank für den Besuch im Studio. Und danke für die Einladung. Und wir wechseln jetzt noch das Thema, pardon, da brauche ich jetzt allerdings noch einen anderen Text, Entschuldigung, da sind Sie. Wir wechseln das Thema, dass die Ibiza-Ermittlungen auch von ÖVP-nahen Polizisten geführt wurden, das hat schon letztes Jahr für einige politische Debatten gesorgt, bis Justizminister Jablonek klargestellt hat, dass eine Parteimitgliedschaft noch keine Befangenheit bedeuten würde. Jetzt liegen der ZIB 2 aber Protokolle aus der Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, laut denen auch für die sogenannte Schredder-Affäre im letzten Wahlkampf ein Ermittler mit ÖVP-Verbindungen zuständig war. Der Polizist hat 2015 für die ÖVP Niederösterreich kandidiert und er habe bei den Ermittlungen rund um die 5 Festplatten aus dem Kanzleramt, die unter fragwürdigen Umständen geschreddert wurden, problematische Handlungen gesetzt, meint die Staatsanwaltschaft. Es ist wie in einem schlechten Film. Ein Mitarbeiter der ÖVP lässt 5 Festplatten des Kanzleramtes schreddern, heimlich unter falschem Namen, und er bezahlt die Rechnung nicht rechtzeitig. Der Mitarbeiter fliegt schließlich auf und ab dem Sommer ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Genau jene Staatsanwaltschaft, die Sebastian Kurz heuer scharf kritisiert. Der Kanzler und ÖVP-Chef ortet dort nämlich rote Netzwerke. Aber es ist offenbar ein ÖVPler, der in der Schredder-Affäre ermittelt und womöglich nachlässig gearbeitet hat. Das zeigt ein Bericht der WKStA vom September, in den die ZIB 2 Einblick erhalten hat. Der Ermittler war demnach in einer niederösterreichischen Gemeinde. Auf der Kandidatenliste der ÖVP für die Gemeinderatswahl 2015 vertreten. Auffällig ist, dass offenbar nach der Erstattung des Informationsberichts durch die WKStA die im Bericht genannte Internetseite verändert wurde. Sprich, der Polizist verschwindet von der ÖVP-Homepage seiner Gemeinde, als die Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den ÖVP-Hintergrund aufmerksam wird. Konkret wird der Name des Polizisten durch die Buchstabenfolge NN ersetzt.
könnte der Kriminalbeamte befangen gewesen sein. Aus Sicht der Polizeibehörden sind solche Bedenken vollkommen unbegründet. Aber die WKStA äußert bei einer Besprechung mit dem damaligen Justizminister Clemens Jablohner Zweifel an der Arbeit des Ermittlers. Dieser habe jedoch aus Sicht der WKStA problematische Handlungen gesetzt. Er habe etwa nach dem Bekanntwerden des Schredderns das Handy des Beschuldigten zurückgegeben und auch dessen Laptop in der ÖVP-Zentrale nicht sichergestellt. Auf dem Handy könnte der ÖVP-Mitarbeiter das Schreddern für seine Auftraggeber dokumentiert haben. Ein solcher Hinweis ist laut Protokoll bei einem Beamten eingegangen. Justizminister Jablohner selbst meint damals, die Mitgliedschaft bei einer Partei sei kein Grund, Befangenheit anzunehmen. Der Polizist ist jedenfalls kein Unbekannter. In der Ibiza-Affäre ist er von den Ermittlungen abgezogen worden, nachdem bekannt wurde, dass er noch vor den Untersuchungen ein SMS an Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Strache geschrieben hat. Die ZIB 2 hat den Polizisten heute am Handy erreicht. Er will sich zur Schredder-Affäre nicht äußern. Im Bundeskanzleramt bestreitet man jede Einmischung in die Ermittlungen. Dass der Beamte bei der Gemeinderatswahl 2015 für die ÖVP kandidiert hat, sei im Kanzleramt nicht bekannt gewesen. Und über den Mitarbeiter, der die Festplatten hat schreddern lassen, heißt es: Der betroffene Mitarbeiter war von Beginn an voll kooperativ und es gab bei der freiwilligen Nachschau wie auch bei der Einvernahme nie die Aufforderung oder einen Beschluss der Staatsanwaltschaft, sein Handy oder Notebook zu beschlagnahmen. Auch das Innenministerium erklärt heute gegenüber der ZIB 2, die zuständige Staatsanwältin habe keine Sicherstellung von Mobiltelefonen oder Ähnlichem angeordnet. Vor wenigen Wochen wurden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rund um die zerstörten 5 Festplatten eingestellt. Es gebe keinen Grund zur weiteren Verfolgung. Und während dieses Beitrags hat die Austria Presseagentur gemeldet, dass es morgen einen Krisengipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zur Corona-Epidemie geben wird, allerdings per Videoschaltung morgen um 17 Uhr, um weitere Maßnahmen EU-weit zur Corona-Krise zu beraten. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag für Sie. In Amsterdam hat der Prozess zum Abschuss der Passagiermaschine MH17 begonnen. 3 Russen und 1 Ukrainer sind wegen 298-fachen Mordes angeklagt. Sie sollen eine Rakete in das Konfliktgebiet der Ostukraine gebracht haben, wo das Flugzeug 2014 abgeschossen wurde. Die Angeklagten bleiben dem Prozess fern. In Afghanistan haben sich im Streit um den Ausgang der Präsidentenwahl 2 Kandidaten für das Amt vereidigen lassen. Ashraf Ghani, den die Wahlkommission zum Wahlsieger erklärt hat, hat den Amtseid im Präsidentenpalast in Kabul geleistet. Sein Rivale und bisheriger Regierungschef Abdullah Abdullah hat in der Hauptstadt seine Zeremonie gefeiert. Der burgenländische Mineralwasserhersteller Güssinger steht vor dem Aus. Der Sanierungsplan ist mangels Finanzierung, die durch einen Liegenschaftsverkauf in Russland ermöglicht werden sollte, zurückgezogen worden. Betroffen sind 17 Mitarbeiter und mehr als 100 Gläubiger. Der Schauspieler Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Jüngerem Publikum ist der gebürtige Schwede aus Star Wars und Game of Thrones bekannt. Berühmt geworden ist er durch Ingmar Bergman-Filme. Sein Durchbruch in Hollywood gelang ihm mit Klassikern wie Der Exorzist. Und wir schauen jetzt noch ganz schnell auf die Wetteraussichten. Es wird warm. Von Westen her ziehen morgen die nächsten Regenwolken zu den Alpen. Zur Wochenmitte ist es dann trocken und mit Westwind kommt extrem warme Luft zu uns. Im Westen beginnt es morgen somit wieder zu regnen. In der Osthälfte Österreichs bleibt es aber weitgehend trocken, zeitweise sonnig und mild mit bis zu 12 oder 14 Grad. Trocken und recht sonnig wird es am Mittwoch und am Donnerstag sein. Bei teils kräftigem Westwind wird es frühlingshaft warm mit 17 bis 21 Grad. Das war für heute die ZIB 2 und hier in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Kulturmontag, präsentiert von Martin Daxl. Bei uns heute spannende Literatur und Kunst vom Feinsten. Die über Jahre vorbereitete große Raphael-Schau in Rom musste gleich nach der Eröffnung wieder geschlossen werden. Bei uns gibt es einen exklusiven Einblick. Das Wiener Künstlerhaus zeigt sich nach jahrelangen Renovierungsarbeiten in neuem Glanz.
und Kitsch oder Kunst. Hermann Hesse polarisiert bis heute. Jetzt kommt die Verfilmung seines Klassikers Narziss und Goldmund ins Kino, inszeniert von Stefan Rojowitzki. Außerdem ein Nachruf auf den großen Schauspieler Max von Sydow. Gleich bei uns. Also jetzt gleich am Kulturmontag und die nächsten aktuellen Nachrichten bringt die ZIP Nacht schon in 12 Minuten mit den neuesten Informationen auch aus Italien. Und inzwischen von uns allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.